Stilettos laufen soll gelernt sein. Doch so gut zu laufen wie die Profis ist alles andere als einfach. Und wer es nicht kann, bei dem kann es durchaus schnell zu Katastrophen kommen. Wo die Kandidatinnen von der letzten Staffel Germany's Next Topmodel wären um einen oder anderen Typ froh gewesen. Damit sättige Auftritte der Frau im Alltag erspart bleiben, hat Max Schuss ein sogenanntes Stiletto-Workout durchgeführt. Wir haben für euch die wichtigsten Lauftipps zusammengefasst. Der erste ist sicher mal die Haltung. Und zwar ist es wichtig, dass du gerade stehst, kein Hohlkreuz, Bauch aufziehen, Schultern auf und der Ausdruck ist sehr wichtig. Schön entspannten Ausdruck und selbstsicher, denke ich, sind sehr, sehr wichtige Punkte. Egal ob für eine Party, zum Arbeiten oder für im Alltag, wichtig ist, dass die Stilettos nicht ohne Vorbereitung angelegt werden. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wenn du anfängst mit hohen Stilettos laufen, gerade jetzt wie die, die 11 cm sind, dass du deine Füße aufwärmst. Wir haben hier im Workout eine Übung gemacht, um die Füße schön aufwärmen und stärken. Das ist wichtig, dass du nachher einen guten Stand hast. Mit einem stilsicheren Gang allein ist es allerdings noch nicht gemacht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich immer schön lächeln. Das ist schon die halbe Miete, würde ich jetzt mal sagen. Das geht auch ein bisschen zusammen mit der Selbstsicherheit. Das ist ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Nachdem die Frau mit Stilettos unterwegs war, sollte sie erneut dehnen. Der Gang auf den hohen Absatz ist zwar anstrengend, lohnt sich aber für einen weiblichen Auftritt allemal. Also Frauen und Turnschuhe, das ist einfach nicht sexy. Es ist vielleicht herzig, es ist cool, es ist stylisch, ich meine, ich trage noch Turnschuhe, ist klar, aber es gibt einfach Momente, da sind High Heels angesagt. Und damit die Frau in diesen Momenten eine gute Figur macht, gibt es nur eins, nämlich üben, üben, üben.